Kriegen. Könnt ihr euch nicht einmal benehmen wie Erwachsene? Schön, benehmt euch euer Leben lang wie Kleinkinder. Mir doch egal. Ich kehr zurück in mein stilvolles Erwachsenenleben. Also haltet Ruhe. Tadeusz! Er plappert und sabbert wie ein kleines Baby. Also, ich weiß nicht so recht. Er sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, er sollte zum Arzt. Na los, bringen wir ihn ins Krankenhaus. Na komm schon, Kumpel. Dann bist du ruckzuck wieder gesund. Wie lautet Ihre Diagnose, Herr Doktor? Ihr Freund ist in einem Zustand, der in der Medizin als Kopf-hat-Bum-Bum-Machtitis bekannt ist. Nur keine Sorge, im Allgemeinen klingen die Symptome mit der Zeit ab. Aber sein Kopf darf keinen weiteren Erschütterungen ausgesetzt werden, sonst wird sich sein Zustand nicht mehr verbessern. Also sorgt einfach so für ihn, als ob er euer eigenes Babybübchen wäre und alles wird gut. Ja gut, du musst nicht weinen. Ist gut. Ist ja gut, ist ja gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Kein Problem mehr. Er beruhigt sich sicher in ein paar Minuten wieder. Wird das bald was? Ihr habt noch nicht mal die erste Bestellung aufgenommen. Alles klar, Chef. Du weißt, was zu tun ist. Ich wusste, ich kann mich auf dich. Hä? Ist das für hier oder zum Mitwindeln? An deiner Handschrift müssen wir noch arbeiten. Mein Gesicht. Mein Bein auch. Aber vielmehr mein Gesicht. Hey, nimmst du jetzt meine Bestellung auf? Wehrloses Baby anzuschreien. Sie sollten sich schämen. Pass mal auf, ich hab genug von diesem Babyspielchen. Oh, mein Neptun. Oh, was ist denn das? Pfui, Seetoxen. Ja, Klabautermann, ist los hier. Oh, Igitt. Herr Thaddeus, wo sind deine Manieren? Achten Sie auf seinen Kopf. Auf seinen Kopf? Achte du lieber auf seine Windel. Und wechsle sie endlich. Ja, Sir, jawohl. Oh. Wir wollen hier essen. Entschuldigung. Hey, ich will hier lang gehen. Entschuldigung. Hey, ich will hier Ketchup holen. Entschuldigung. Okay, Taddy, halt still. Oh, Mann. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Du kannst dem Baby nicht von der Kunst auf die Windeln wechseln. Geh nach hinten, wo das Essen zubereitet wird. Jetzt hab ich genug. Schaff dieses Stinkebaby aus meinem Restaurant. Mr. Krabs, wenn mein Stinkebaby hier nicht willkommen ist, dann gehe ich auch. Ja, was zum... Wo bin ich? Was ist hier los? Neptun sei Dank, endlich bist du wieder ein Erwachsener. Natürlich bin ich das. Was sollte ich denn sonst sein? Ich trage eine Windel. Ja. Und die ist voll. Tut mir leid, ich wollte sie wechseln, aber ich bin unterbrochen. Stopp! Ich will kein Wort mehr darüber hören. Nie mehr, okay? Kinder, sie werden so schnell groß. Krabbenburger! So, da
Das reicht, den werde ich jetzt mal. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas werde ich auf jeden Fall. Ja, von den Krabbenbürgern kommen die. Spongebob, du Vollidiot, jetzt hast du mir mein Gesicht zerschmettert. Steh da nicht rum, hilf mir. Ich brauche sofort einen Arzt. Hallo, Thaddäus. Siehst du, ich habe wieder Purzelbaum geübt. Ich bin doch vollkommen egal. Heute müssen Sie leider draußen bleiben, denn ich entferne heute seinen Verband und musste ihm schwören, dass ich Sie so weit wie möglich wegschicke. Die 2 Wochen sind wie im Flug vergangen. Keine Angst, Doc, ich werde Ihnen nicht im Weg sein. Na gut, aber bleiben Sie bitte auf der anderen Seite vom... Ach, genau. Oh, ich glaube das nicht. SpongeBob? Ja? Wie sieht es aus? Heiliger Zackenbarsch. Los, spuck's aus, ich bin gewappnet. Zeit für Ihre Medizin, Mister... Hübschling! Oh. Was sagt sie zu mir? Hübschling, hat sich wohl geirrt. Schnell, gib mir den Spiegel da. Was zum Augenblick mal, eine Sekunde. Die Schwester hat ja recht gehabt. Ich bin ein Hübschling geworden. Nein, Tadel, du bist kein Hübschling. Du bist ein Adonis. Ich muss meine Fußnägel schneiden. Viel Spaß noch beim Hübschling sein. Ja, den werde ich haben. Hübschling, 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 Hübschling. Was sagen die? Hübschling, Hübschling. Dann werde ich doch mal das Volk begrüßen. Hübschling, 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 Hübschling. SpongeBob! Du musst mir helfen. Sie haben mir das Schaumbad geklaut. So ein Leben in der Öffentlichkeit ist nichts für mich. Ich will wieder mein altes Leben führen. Da gibt's nur eine Möglichkeit. Bist du verrückt geworden? Du weißt, was die große Krabbe mir bedeutet. Und du hast nichts Besseres zu tun, als all diese zahlenden Kunden zu mir zu bringen. Ganz ruhig bleiben, Leute. Hier gibt's viel Thaddäus fürs Geld. Also stellt euch brav in Reihe und zückt eure Brieftaschen. Für die geringe Gebühr von 14,98 darf jeder von euch Thaddäus einmal anfassen. Wir haben nicht viel Zeit, mach mich mit dieser Tür wieder so wie früher. Und ich spendiere jedem noch eine Limonade für 3 Dollar mehr. Worauf wartest du, SpongeBob? Hau mir die Tür in mein Gesicht. Ich kann es nicht. Neulich, das war aus Versehen. Aber absichtlich jemandem wehtun, das schaffe ich nicht. Entweder du tust mir sofort weh oder ich dir. Naja, wenn's denn sein soll. Halt dich nicht zurück, SpongeBob. Hau sie mir richtig in die Fresse. Aber denk immer dran, ja, das wird mir mehr wehtun, als es dir wehtut. Gut, das muss ich mir merken. Sekunde. Ah! Hey, ich war noch nicht so weit. Kannst du mal so lange warten, bis ich... Na also, langsam siehst du wieder aus wie früher. Nein, immer noch zu hübsch. Es haut immer noch nicht hin. Ich mache es noch nicht feste genug. Warte mal eine Sekunde, ich muss... Walfisch Dreck, nun bist du ja noch hübscher als vorher. Und die Menge wird wahnsinnig. Ja, SpongeBob, du hast mir das eingebrockt. Also lass dir mal was einfallen, wie du das wieder gut machst. Ja, du hast recht, Tadde. Ich denk mir was aus. Ich denk mir was. Ich denk mir. Du hast mir das eingebrockt. Thaddäus, Vorsicht! Da fliegt ein Schuh direkt auf dich zu. Gut gemacht, Kumpel. Du bist wieder der Alte. Ach, Tadde, ich liebe deine Visage, egal wie oft wir sie kaputt hauen müssen. Ich wäre froh, wenn mir das was bedeuten würde. Was wird das schon wieder? Ich habe keine Zitronen mehr, also quetsche ich das aus. Das klappt nie.
Was? Könnte noch ein Hauch feuriger sein. Bitte schön. Oh ja. Ausgezeichnet. Hallo. Was gibt's hier? SpongeBob, vertritt mich hier mal. Ich geh Nachschub holen. Na klar, mach ich. Ich werde auf keinen Fall. Darf ich mir ein Tässchen Tintenfischquetsche borgen? Danke sehr. Hol gleich noch mehr schwarze Limonade. Ja, ich hol mehr. Hierher, kleines Tier. Komm her, kleines Tierchen. So ein feines Tierchen. Was echt und was Spuk ist. Ich bin ein verfluchter Tischtuchgeist. Nicht auch noch gruselige Babymusik. Dankeschön, Fati! Die große Krabbe? Wie bin ich hierher geraten? Ich glaube, ich gehe da lieber nicht rein. Hä? Diese Zeitung wird erst in 60 Jahren erscheinen. Ich trau mich nicht! Bitte nicht! Kann ich dir helfen, junger Mann? Thaddäus, wenn du schwarze Limonade möchtest, musst du dich hinten anstellen. Genau, ja. Warte, bis du dran bist, wie alle anderen auch. Was, schwarze Limonade? Du verkaufst das als Erfrischungsgetränk? Ja!
Oh ja, das ist das wahre Leben. Und vor allem kein SpongeBob in der Nähe, der alles kaputt macht. Oh wow, operieren und das am ersten Tag auch noch. SpongeBob, nein! Was machst du denn hier? Süße Träume wünsche ich, Herr Tentakel. Warten Sie, nein, 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 das... Hallo, alle zusammen. Hallo, SpongeBob. Herr Kollege, der Patient liegt da drüben und ist bereit für die OP. Und wir sind sehr neugierig, welches Instrument Sie als erstes zur Hand nehmen. So, mal überlegen. Puh. Es geht los. Na komm, SpongeBob, so schwer kann das nicht sein. Gut, ich setze hier einen Einschnitt und... Nein, Scheibenkleister aber auch. Kann nichts dafür. Ich nehme das. Aha! Sushi. Tja, ihn zerreißt es schon fast wegen dieser Nasen-OP. Oh, tja, danke schön. Versuchen wir es nochmal, ja? Bestellung ist fertig. Das gehört da nicht rein. Oh. Was? Oh. Tada! Schwester Schwamm. Danke, Schwester. Ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Ich will auch was sehen! Ich kann immer noch nicht sehen! Tada! Das hab ich gesehen. So, und das war's. Sie können ihn aufwecken, Schwester. Oh Mann, was ist passiert? Na was wohl, ich hab deine Nase operiert. Willst du mal sehen? Ja, SpongeBob, du Idiot, das ist nicht mal im Entferntesten das, was ich wollte. Oh, das hättest du mir sagen müssen. Ach, Schwester. Moment, ich will einen anderen Ansicht. Nein. 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 Ich will meine Nase nicht mehr korrigieren lassen. Bitte, SpongeBob, ich tue auch alles, was du willst. Wie wär's mit diesem Thaddäus-Klassiker? Hey, gar nicht mal so schlecht. Die sieht sogar besser aus als mein alter Riechkolben. Ich habe aber ein paar andere Körperteile gebraucht, um sie zu modellieren. So spät schon. Ich muss jetzt zur Arbeit. Aber Sie sind doch Arzt. Sie arbeiten doch. Nein, ich bin nur ein Burgerbrater, aber es hat Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Tschüss. Burgerbrater? Oh. Seien Sie nicht so schüchtern, meine Damen. Dieser Nasen-Adonis hier ist noch zu haben, wissen Sie? Oh, ich komme zu spät zur Arbeit. Kann deine Maschine mich vielleicht in die große Krabbe setzen? Ob ich es mit einem Lebewesen wagen kann? Klar, wieso eigentlich nicht? Na los, geh rein. Hopp, hopp. Juhu. Schön festhalten. Oh, Sandy. Tja, dann wollen wir mal wieder. Hallo, Kollege. Was hat das Ding denn auf einmal? Was für ein texanischen... Oh!
Sandy? Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber irgendwas ist anders als sonst. Ja, ich glaube auch. Hey, was machst du da mit meiner Hand und was mache ich da mit deiner Hand? Ah, was zur Wasseroberfläche ist das? Wir sind zusammengemischt, das ist der Super-GAU. Ich hab doch morgen mein Klarinettenkonzert. Ach, weißt du, so schlimm finde ich das gar nicht. Nun können wir die allerbesten Kumpels sein und alles zusammen machen. Toll, hä? Für immer und ewig. Sandy, das war dein übles Werk. Du musst uns sofort wieder trennen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Irgendwas musst du einfach machen. Ich will nicht zu dem da gehören. Ich frag mich, was wohl passiert, wenn ich euch zurück in den Transporter seppe. Oh ja, gute Idee. Auf geht's. Na ja, dann geht's jetzt ab. So, liebe Kinder, heute hat Timmy Geburtstag und ihr wisst, was das bedeutet. Bist du bereit? Es hat nichts genutzt, Sandy. Es ist alles wie vorher. Tja, das ist irgendwie schon blöd. Wisst ihr was? Ich habe gerade an einer neuen Erfindung gearbeitet, aber die steckt noch in den Kinderschuhen. Ach, mach einfach irgendwas. So kann ich auf keinen Fall zu meinem Klarinettenkonzert gehen. Ich werde weiter daran arbeiten und in der Zwischenzeit Flossen hoch, Jungs. Auf ewig vereint. Katastrophal. Meine Damen und Herren, liebe Fische, das Gemeindefreizeitheim von Bikini Bottom präsentiert Ihnen den Stargast des Abends, Thaddäus Tentakel. Schatz, ich hab Angst. Wow! Das rockt, Jungs! Cool! Yeah! Wow! Wow! Den Leuten scheint es zu gefallen. Los, hau rein, Tadde! Juhu! Ja, toll! Sie jubeln uns zu. Ein Superstar sein. Endlich weiß ich, wie sich das anfühlt. Und auch wie das aussieht, wie sich das anhört und wie herrlich das riecht. Oh, sei gegrüßt, du süßes Gift des Erfolgs. Yippie-ya-yay! Na, da seid ihr ja. Ich komme wohl rechtzeitig. Sandy! Eine Ladung von diesem Trennungsstrahl und ihr seid ein für alle Mal auseinander. Oh Sandy. Nein, bitte nicht, Sandy, nicht doch! Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Ich mach mich von der Alge. Nein, halt, wartet! Süßer Glanz des Ruhms, so gehst du dahin. Irgendwie muss das doch rückgängig zu machen sein. Hör auf, das ist eine sehr sensible Gerätschaft. Also ehrlich, ich würde auch sagen... So, wo liegt denn nun Ihr Problem, Mr. Tentakel? Es fing alles an, als ich geboren wurde. Ich werde einfach ganz weit wegradeln. So weit weg wie möglich von diesen Idioten, die sich das Kulturprogramm auf meinem Fernseher ansehen. Die würden Kultur nicht mal erkennen, wenn sie ihnen mit dem Betonmischer eingeflößt wird. Au! Au, mein Es ist nun der fünfte Tag, glaube ich, an dem ich diese Felder durchwatschle. Ich bin hungrig, müde und ohne Orientierung. Das einzig Gute daran ist kein SpongeBob. Die Quallenfelder?
Hey, was ist denn das da für ein Ding? Tja, keine Ahnung. Lass es uns mal näher ansehen. Fremder sei gegrüßt. Mein Name ist SpongeBob. Hey, Moment mal. Vielleicht ist der ja gar kein Monster. Vielleicht gehört er zu einer gefährdeten Art. Wir sollten ihm helfen. Ja, ihm helfen. Los, Herr Schwindel, merkst du denn nicht, dass dich keiner will? Wieso bist du denn sonst gefährdet? Nein, doch nicht so. Mit ganz viel Liebe und Zuneigung. Wir können ihn doch in Pflege nehmen. Ja, Stinky, hier ist es also. Dein neues Zuhause. Ach, Stinky, das wird einfach wunderbar. Wir werden eine große, glückliche Familie. Komm, ich zeig dir alles. Hier ist dein Bett, Stinky. Hier ist deine Futterschüssel. Und das Trockenfutter. Du kannst hier wohnen bleiben bis in alle Ewigkeit. Oh, guck dir das an. Er weint doch tatsächlich Tränen der Freude. Ja, Stinky, es gibt noch ein Familienmitglied, das du kennenlernen musst. Stinky, das ist Gary. Oh, sieh dir das an, Stinky. Gary mag dich. Ist das süß? Nicht Gary, nein! Aber wilde Tiere gehören nicht hierher. Die gehören in den Zoo. Greift ihn euch! Mami, was ist das für ein Ding? Ich weiß auch nicht, aber es sieht voll hässlich aus. Das ist nicht gut. Da hast du vollkommen recht. Da fehlt noch der Senfklecks. Niemand hat eine solche Behandlung verdient. Noch nicht mal so was Abscheuliches wie Stinky. In der Sache herrscht dringender Handlungsbedarf. Und ich weiß auch schon genau, was zu tun ist. Das Grauen hat ein Ende, lieber Stinky, denn wir beide sind zu deiner Rettung hier. Du verstehst? Wir beide dich bringen nach Hause. Sieh dir an, wie sehr er sich freut. Leg den Schalter um, bitte. Stinky, du bist frei. Boah, wo sind wir denn hier? Lasst uns mal die da fragen. Entschuldigen Sie? Hey, die sehen ja genauso aus wie du. Los, gesell dich zu deiner echten Familie. Geh schon, Stinky. Ich weiß, du betrachtest uns inzwischen als deine Familie, aber so ist es besser für alle. Ihn ganz schrecklich vermissen. Ich auch, mein Lieber. Ich auch. Aber er ist nun bei seinesgleichen dort, wo er hingehört. Und in diesem Sinne sollten auch wir uns das zu Herzen nehmen. Seid gegrüßt, meine lieben Kinder. Seid ihr bereit für eure tägliche Dosis an weichgespültem Jazz? Was für ein Spaß. Du hast verloren. Hast du das mitgekriegt? Ich hätte es fast gehabt beim ersten Versuch. Meine Arbeit hier ist getan. Man nennt mich schließlich nicht umsonst Thaddäus, der Tintenfisch mit den geschickten Tentakeln. Tja, ich könnte es ja auch mal probieren. Haha, viel Glück auch, du Verlierer. Es ist ein Bär. Weißt du was? Ich nenne dich Beri. Anfängerglück, sonst nichts. Nun ist der große Meister dran. Oh. Wow,
Thaddäus, du hast ihn umgedreht. Also dafür muss man schon ausgesprochen geschickt sein. Vielen Dank auch für die freundlichen Worte. Barry sagt, er fühlt sich so einsam. Du musst nicht weinen, Barry. Ich besorg dir einen Freund. Ha, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du schon wieder... Oh. Hier, bitteschön, Barry. Den hatte ich doch schon für dich gelockert. Du hättest nie gewonnen ohne meine Geschicklichkeit. Wow, vielen Dank für deine Hilfe. Ich wette, dass ich an diesem Ding beim nächsten Versuch gewinne. Dazu brauche ich nur noch etwas. Bei einem Vierteldollar-Einsatz rentiert sich die Maschine rucki-di-zucki. Ha! Auf diesen Schwachsinn fall ich doch nicht rein. Ja? Bitte nur einmal. Bitte, oh bitte, lass mich einmal gewinnen. Tadel, ich glaube, du hast ein Problem. Das ist doch Unsinn. Hör besser gar nicht auf den Jungen, sondern spiel schön weiter, bis du gewinnst. Was ist das? Die Übertragungsurkunde für mein Haus. Ach so, natürlich. Mach weiter. Wenn ich nur einmal gewinnen würde, dann würde ich nie wieder spielen. Hey, soll ich dir das Geheimnis verraten, wie man an dieser Maschine gewinnt? Was? Es gibt ein Geheimnis? Dann erzähl mir das Geheimnis. Bist du bereit, ein Gewinner zu sein? Ja. Ja? 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 SpongeBob, das Geheimnis! Okay, schon gut. Pass auf. Ich sehe den Kran genau an. Dann werfe ich mein Vierteldollar ein. Und dann schließe ich meine Augen. Du schließt die Augen? Bitte sei ruhig, Thaddäus. Ich bin jetzt der Kran. Das ist doch Schwachsinn. Siehst du los und jetzt du. Das ist doch lächerlich. Wenn ich meine Augen schließe, woher weiß ich dann, Tadel, wo der... Willst du gewinnen oder nicht? Ja, ich will es so sehr. Prima, dann wirf den Vierteldollar ein. Aber... Das ist der letzte, den ich habe. In die Maschine damit. Okay, okay. Schließ deine Augen. Und jetzt sei der Kran. Sei der Kran. Sei der Kran. Sei der Kran. Gewonnen! Ja, ich wusste, dass ich das schaffe. Ich bin ein Gewinner. Du bist ein Gewinner. Ich bin ein Gewinner, stimmt's? Gewinner, Gewinner, Gewinner! Gewinner! SpongeBob, sieh nur! Ich glaube nicht, dass sich das Prinzip darauf anwenden lässt. Sei der Kran! Warte, lass das sein! Sei der Kran! Er hat's geschafft! Ja, super, Thaddäus! Sei der Kran! Sei der Kran! Kennst du den Typen? Ja, das ist Thaddäus. Er hat die Zauberhände, wisst ihr? Bing! Tada! Heiliger Neptun, Thaddäus, mach die Augen auf! Oh, sei der Kran! Sei der Kran! Hey. Oh. Pass auf, SpongeBob, ich kann nicht anhalten! Sei der Kran, sei der Kran, sei der Kran! Okay, sei nicht der Kran, sei nicht der Kran. Ja, was? Auweia, auweia, wird Zeit, dass wir gehen, Teddy. Wo bist du denn überhaupt hin, du Kranmeister? Junge, du gehst nirgendwo hin. Halt durch, Kumpel. Gleich hab ich dich. Ich glaube, ich kann das nur mit Spielzeugen. Oh, oh. Du bist würdig, wir sind es nicht. Was treibt ihr Idioten nun schon wieder? Ein geheimes Ritual. Zu deiner Ernennung als Präsident. Ich? Präsident von Bikini Bottom? Ich wusste, dass die Leute irgendwann mal zur Vernunft kommen. Nein, du Schwachtinter, nicht als Präsident von Bikini Bottom. Was viel Besseres. Was denn? Du bist Präsident des königlichen Geheimordens der guten Nachbarschaftsloge. Was? Habt ihr euch diesen dämlichen Club etwa ausgedacht? Oh. Vielleicht. Das ist ein Geheimnis. Na
schön. Als mein erstes Dekret als Präsident ordne ich an, dass ihr die Blätter aller Bäume neu anstreicht, um damit die Nachbarschaft zu verschönern. Und nun raus, 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 raus. Das wird sie für ein paar Sonntage beschäftigt halten. Ja. In welcher Farbe sollen wir die Blätter streichen, euer Präsidentalität? Rot gesprenkelt. Hört auf, mich zu stören. Wow. Rot gesprenkelt. Unser neuer Präsident ist ein wahres Genie. Ja. Bis später dann, Thaddäus. Es sind nur noch 3 Stunden von meinem Sonntag übrig. Den Rest haben sie mir gestohlen. Ich hab's nicht mal geschafft, meine Sonntagszeitung zu lesen. Hier ist deine Sonntagszeitung, Thaddäus. Viel Spaß. Herzlich, SpongeBob. Gute Nachbarn, hör mir bloß auf. Hallo. Halten Sie sich Eindringlinge endgültig vom Hals. Das neue Sicherheitssystem 5000. Einbau umsonst. System aktiviert. So, damit sollte es gut sein. Mal sehen, wie diese Minderbemittelten noch einmal hier reinkommen wollen. Präsident Thaddäus. Wo war's wieder? Hiermit beschenken wir dich mit diesem köstlichen Kuchen. Tut uns leid, dass wir dich so doll genervt haben. Ja, was? Hey, Sicherheitssystem! Hilfe! Einbrecheralarm! Einbrecheralarm! Was ist los? Keine Bedrohung festgestellt. Versager, Fehlkonstruktion! Ich bring dich auf den Schrottplatz zurück, wo du offenbar herkommst! Bedrohung festgestellt. Thaddäus Haus macht die Nachbarschaft platt. Wir müssen das Ding ausschalten. Schade, der Falsche. Der auch nicht. Nein. Der war's leider auch nicht. Ah, diese sonntägliche Entspannung ist einfach wunderbar. Wo könnte ich noch suchen? Dieser Ausschalter könnte doch vielleicht... Ja, wir haben es geschafft. Präsident Thaddäus? Nein, nein, bitte sag einfach nichts. Es war einzig und allein meine Schuld. Schließlich war ich derjenige, der am Sonntag entspannen wollte. Wenn ihr nun bitte so freundlich wärt zu gehen, damit ich mich auf die Arbeit morgen vorbereiten kann. Herr Präsident. Nicht doch. Aber wir wollten nur... Verschwindet aus meinem Haus! Da ist er ja. Gehört Ihnen dieses Haus? Ja, es gehört mir. Gut, im Auftrag der Bürgerschaft von Bikini Bottom überreiche ich Ihnen diese Aufforderung, für die Zerstörung unserer Stadt aufzukommen. Sie werden jeden Sonntag gemeinnützige Arbeit leisten, und zwar für den Rest Ihres Lebens. Sag mal, Thaddäus, hast du auch so einen bekommen? Ich finde das oberwellig. Wir drei zusammen räumen Bikini Bottom auf. Na dann sehen wir uns nächsten Sonntag, Präsident Thaddäus. Was? Ist das wahr? Hast du wirklich keine glücklichste Erinnerung? Na und wenn? Wie kannst du ohne glücklichste Erinnerung überleben? Du weinst dich sicher nachts in den Schlaf. Und du heulst Tag und Nacht rum. Vor Freude, Thaddäus, vor Freude. Schön für dich, ich brauche aber keine glücklichen Erinnerungen. Also schwing dich wieder an deinen fettigen Grill und lass mich in Ruhe. Tag, einen Krabbenburger zum Mitnehmen, bitte. Gut, ich werde auf Ihren Kollegen warten. Quallendreck. Du hast recht, SpongeBob. Keine glücklichste Erinnerung zu haben, das ist wirklich furchtbar. Nur keine Sorge, ich werde dir helfen, einen Glücksmoment zu erleben. Ehrlich? Und du glaubst, das geht? Vertrau mir. Nun, irgendetwas sträubt sich in mir, aber okay.
Was sollen wir denn im Kunstmuseum? Als Kunstliebhaber erlebst du deinen glücklichsten Moment vielleicht hier. Sicher, denn hier kann ich die Werke all der erfolgreichen Künstler bewundern, während meine fehlen. Meine Kunst wird niemals hier ausgestellt. Was zum... Das ist meine Skulptur. Was macht die hier? Oh, das trifft sich ganz prächtig. Ich darf Ihnen Thaddäus Tentakel vorstellen. Die Skulptur ist von ihm. Wow, eins deiner Werke steht im Kunstmuseum. Ja, ich kann es gar nicht fassen. Ich bin am Ziel angelangt. Der glücklichsten Erinnerung? Ja. Und nun wird sich der Performance-Künstler Fiasco zu der Skulptur äußern. Wahnsinn! Fiasco äußert sich höchstpersönlich zu meinem Werk. Thaddäus kommt in Genuss meines Flammenwerfers! Er hat's höchstpersönlich vernichtet. Ich bin schon mal glücklicher gewesen. Ist reichlich verqualmt hier. Gehen wir an die Luft. Na sowas. Ich könnte schwören, ich hätte das Telefon weggeworfen. Oh, na klar, mein Faxgerät. Wozu habe ich mir das denn angeschafft? Tag, Thaddäus. Du machst dich etwas rar im Moment. Hey, hast du gebacken? Ja. Danke fürs Vorbeischauen. Danke, Gary. Ich muss Thaddäus zu einer glücklichsten Erinnerung verhelfen. Ich bin und bleibe nun mal ein Quadratschädel. Und es wird Zeit, um die Ecke zu denken. Sie sind gar nicht SpongeBob. Ich habe hier ein Paket für Herrn Thaddäus Debakel. Tentakel. Ja, das bin ich. Hier, bitteschön. Danke. Es steht kein Absender drauf. Ganz ohne Zweifel hat sich dieser Schwamm darin versteckt. Ach, was soll's. Wird schon schief gehen. Erwischt ja was. Es ist leer. Leer. Genau wie mein trübsinniges Leben. Mich erwartet allein Ödnis und Dunkelheit. Ich hab's ja gewusst, Martha. Wenn ich raus bin, du wirst dein gelbes Wunder erleben. Ich dachte, du brauchst eine Party zur Aufmunterung. Unglücklicherweise waren alle schon verplant oder krank, aber keine Sorge. Dank meiner Pappmaché-Künste ist dein liebster Freund gleich vielfach vertreten. Ich... Na, was ist? Wird das deine glücklichste Erinnerung? Du verstehst das einfach nicht. Ich will keine glücklichste Erinnerung haben. Wie munden die Ordöre? Ich fühle mich wundervoll. Das ist sie, meine glücklichste Erinnerung. Er ist ja so lieb. In die Bootsfahrschule. Aber es ist nur ein Tag deines Lebens, Taddel. So schlimm wird's schon nicht werden. Wie schön, der liebe Thaddäus. Verzweiflung und Trauer. Guten Morgen. Darf ich nur darum bitten, dass alle Platz nehmen? Hey, Thaddäus, setz dich. Ja, genau, hier hin. Entschuldigung, aber es scheint kein Platz mehr frei zu sein. Hier ist doch noch einer neben SpongeBob. Hör auf damit, ja. Du brauchst nicht nervös zu sein. Wir sind doch jetzt Bootsbrüder. Und ich bringe dir alles bei, was ich übers Bootfahren weiß. Und wir... Wir werden überhaupt nichts tun, denn zuallererst gibt es gar kein Wir. Verstehst du? Ruhe davon, bitte. Oh, natürlich verstehe ich das. Ich verstehe das sogar absolut. Alter Bootsbrüder.
oder? Also, liebe Schüler, ich schlage vor, ihr lernt eure neuen Mitschüler kennen, indem ihr erzählt, warum ihr verurteilt wurdet. Ich meine, warum ihr euch wieder zur Bootsfahrschule angemeldet habt. Ich bin zu schnell gefahren und erwischt worden. Ja, sehr schön. Der Nächste? Ich verstehe nicht, was daran so schön sein soll. Nein, ich habe doch gar nicht gemeint, dass... Ich weiß, was Sie gemeint haben. Der Nächste. Ich bin hier, weil mein... Wir alle wissen sehr genau, wieso du hier bist, SpongeBob. Was ist mit Ihnen, Sir? Wer, ich? Ja, möchten Sie nicht dem Rest der Klasse erzählen, wieso Sie heute hier sind? Warum ich... In Ordnung, ich erzähl's euch. Ich war auf der Flucht und zwar vor ihm. Er ist der Fluch, der auf meinem Dasein liegt. Auf Ihrem auch? Was ich sagen wollte war, bitte kommen Sie doch nach vorne an die Tafel und zeichnen Sie ein Diagramm des Vorfalls. Aber gern. Alles fing an, als ich mein Haus verließ. Und dann er auftauchte. Er bog scharf nach rechts ab und parkte hier. Angesichts der drohenden Gefahr sah ich mich nach beiden Seiten um und ging vorsichtig zu meinem Fahrzeug. Dort erkannte ich, dass mir jemand in nicht vorschriftsgemäßem Abstand gefolgt war. Also sah ich mich zur Erhöhung der Fahrsicherheit gezwungen, ein Ausweichmanöver zunächst einzuleiten und dann zu vollziehen. Durch mäßige Beschleunigung gelang es mir dann, einen Sicherheitsabstand herzustellen, wodurch ich versehentlich die Aufmerksamkeit eines Strafverfolgungsbeamten erregte. Und wir tasten uns langsam an die Sache heran. SpongeBob, was tun wir, wenn wir uns in den Verkehr einfädeln? Aufs Gas treten? Gut, ganz langsam und in aller Ruhe. Pass auf, wo du hinguckst! Bist du verrückt? Lass mich mal! Nein, jetzt bin ich dran. Was soll der Quatsch? Lass das Ding endlich los! Auf Feuer! Verkehrsraudis! Ja! So, liebe Schüler, nun wird es Zeit für die Prüfung. Bitte haltet eure Stifte bereit. Psst. Hey, Bootsbruder, wenn du Hilfe brauchst, ich habe diesen Test schon hunderte von Mal. Sag mal, wie oft muss ich dir das eigentlich noch sagen? Ich bin nicht dein Bruder, ich brauche deine Hilfe nicht und dich brauche ich auch nicht. Niemals. Also lass mich jetzt diesen dämlichen Test machen, damit ich hier verschwinden kann und dich für den Rest meines Lebens nie wiedersehen muss. Ist in Ordnung, wenn du das so möchtest. Ja, danke schön. Ihr habt noch 3 Minuten. SpongeBob! SpongeBob, ich brauche deine Hilfe! Noch 2 Minuten. Bitte, ich flehe dich an, das ist wirklich wichtig. Du hast gesagt, du würdest meine Hilfe nicht brauchen. Und mich auch nicht. Gar nicht wahr, das habe ich nie gesagt. Ich brauche deine Hilfe nicht und dich brauche ich auch nicht! Idiot! Na schön, ich hab's gesagt, aber das war noch bevor... Bevor was? Bevor... Noch bevor, eine Minute, liebe Schüler. Bevor wir... Bootsbrüder wurden. Yay! Das war's, die Zeit ist vorüber. Sie kann noch nicht vorüber sein, ich konnte noch nicht mal eine einzige Antwort eintragen. Was soll ich denn jetzt nur tun? Tja, dasselbe wie jeder andere auch, der den Test nicht besteht. Sie versuchen's nächste Woche nochmal. Nächste Woche? Keine Angst, Bootsbruder, ich hatte auch noch nie eine richtige Antwort. Also sehen wir uns nächste Woche wieder in Mrs. Puffs Bootsfahrschule. Heute wollen wir bei Thaddeus Talkt über Leute reden, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Es geht um unterschätzte Künstler, so wie mich. Thaddeus ist im Fernsehen? Thaddeus! Thaddeus! Thaddeus, du bist im Fernsehen! Nein, ehrlich, Thaddeus, guck doch! Klar bin ich im Fernsehen. Siehst du die Kameras? Und du übrigens auch. Im Fernsehen?
Schwammdepp. Wie bereits erwähnt, wollen wir heute bei Thaddäus Talk über ein wichtiges Thema reden. Wow. Ich komme also zu Thaddäus und sage ihm, er ist im Fernsehen. Dann sagt er zu mir, ich wäre auch im Fernsehen. Und jetzt bist du auch im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen. Hallo Fernsehleute. Und jetzt ist mein Mund im Fernsehen. Das ist ekelerregend. SpongeBob, das musst du probieren. Schluss jetzt, hört auf. Geht von meiner Kamera weg. Verschwindest du jetzt bitte. Glaub nicht. Ach, gut, pass auf. Möchtest du Kameramann sein, wenn du schon so gern damit spielst? Was? Kameramann? Echt? Thaddäus hat eine eigene Fernsehshow? Tja, das wirst du dir wohl verdrücken müssen. Also, da wir keine Unterbrechung mehr befürchten. Ist in der großen Krabbe. Nur hier gibt's die Original-Krabbenburger. Und nicht vergessen, wir wechseln das Frittenfett jährlich. Große Krabbe, große Krabbe, wir wollen euch hier im Haus und tut die Kohle raus. Ach du wilder Wüstenfloh, da tanze ich ja noch besser. Yeeha! Daddy, ich leih mir mal deine Brieftasche, okay? Square Dance? Igitt, das ist ja sowas von verschnarcht. Was denen fehlt, ist eine Cheerleaderin in voller Action. Gib mir einen Kick! Also bitte, ja? Ich muss diesen Stümpern wohl zeigen, was richtige Kollateralschäden sind. Karen, wo ist mein Todesstreibhuster? Los, Team, los! Los, Team, los! Los, Team, los! Meine Hustennase! Camp, Team, Camp! Esst im Abfalleimer oder lasst euch verdampfen! Verschwindet von meinem Set! So funktioniert das nicht! Also ich würde sagen, diese Show funktioniert hervorragend. Zumindest in Anbetracht dieser Quotenausschüttung. Für den offenen Kanal ist das ein ganzer Haufen Geld. Und alle hier passen ganz toll rein. Das heißt außer dir und dir und dir und dir. Wer ich? Und jetzt die beliebteste Show des offenen Kanals im letzten halben Jahr. Thaddäus Hausparty. Durch die Sendung führt Joy, der Gitarrengott. Hey, 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 Bikini Bottom. Ha! Seid ihr bereit für eine Party wie bei Thaddäus? Ja! Yeah! Danke euch, dass ihr uns zur Nummer 1 gemacht habt, denn jetzt habe ich endlich meine echte Hammergitarre. Vielen Dank, Thaddäus. Und jetzt steigt hier die Party. Okay, ich geb's auf. Was willst du mir so Wichtiges sagen? Weißt du, was heute für ein Tag ist? Thaddäus Nervenrumtrampeltag? Nein, du Dussel, der ist am 15. Heute beginnt die Auswahl für den Mitarbeiter des Monats. Wann begreifst du endlich mal, dass dieser Preis ein schlechter Witz ist? Wie meinst du das? Mr. Krabs gibt dir diesen Preis nur, damit du härter arbeitest, ohne mehr Geld zu verdienen. Das ist doch gar nicht wahr. Er gibt ihn mir gerade, weil ich so hart arbeite. Du kannst ihn auch kriegen, wenn du dich anstrengst. Ach ja, und wozu? Damit mein Bild an dieser Schandmauer hängt? Thaddäus, du verstehst das ganz falsch. Man muss sich doch nicht schämen, wenn man stolz auf seine Arbeit ist. Im Gegenteil, deswegen macht man sie doch überhaupt... Das ist doch ein Wort, Minion. Aber trotzdem wird es dieses Mal knapp. Es gibt noch keinen Favoriten. Du musst dich ranhalten. Thaddäus steht kurz vor dem entscheidenden Durchbruch. Vielleicht sehen wir in diesem Monat ein neues Gesicht auf dieser Wand. Hä?
Ganz genau, SpongeBob. Ich bin dir nämlich hart auf den Fersen. SpongeBob, was machst du denn hier? Wenn du nicht aufstehst, kannst du auch nicht den Preis gewinnen. Schluss jetzt! Wenn ich diesen Preis wirklich haben wollte, könnte ich ihn mit verbundenen Tentakeln gewinnen. Das lässt sich machen. Du hast doch ein Rad ab, SpongeBob. Kann schon sein, aber immerhin war ich 26 Mal hintereinander Mitarbeiter des Monats. Willst du damit etwa behaupten, dass du besser bist als ich? Ich bin seit 26 Monaten besser als du und morgen werden es 27. Oh, jetzt reicht's aber, du Quadratschwachkopf. Morgen zeige ich dir, dass ich diesen Preis mit Leichtigkeit gewinnen kann. Ich werde der neue Mitarbeiter des Monats. Und zwar deshalb, weil ich Knallchargen wie dir turmhoch überlegen bin. Wer ist denn als Erster da und schrubbt die Böden? Das dürfte wohl reichen. SpongeBob, du kleiner Erbärmlicher! Aua, Thaddeus! Bis dann, Schwammkopf! Das gibt doch ein warmes Gefühl in der Kasse, wenn die Jungs so früh erscheinen. Jungs, ihr seid aber früh dran. Sieh, Chef, ich wisch den Boden. Und ich alle Tische, Mr. Krabs. Das Geschirr ist auch sauber. Was ist hier eigentlich los? So werden die schmutzigen Sachen viel schneller sauber. Nein! Blumen und Schokolade für Sie, Mr. Krabs. Und aufgepasst, ich werfe mein eigenes Geld in die Kasse. 2 Pfannenwender zur Erhöhung der Produktivität, Mr. Krabs. Schneller, SpongeBob, mach schneller. Keiner wendet schneller als ich, Mr. Krabs. Gegen mich hast du keine Chance, Schwammkopf. Hey, Jungs, aufhören! Hilfe! Hilfe! Hey, hier gibt's Krabbenburger für umsonst. Fliegen lassen! Die müsst ihr bezahlen! Ja, das ist ja wunderbar! Halt! Halt! Liegen lassen, Jungs! Die Krabbenburger! Und wer ist jetzt Mitarbeiter des Monats? Ich bin die kostbaren Burger. Macht was, Jungs.